Hallo und herzlich willkommen zurück. Star Wars, The Old Republic. Ankunft auf Alderaan höchst erfreut. Mein Gott. Bis vor kurzem war Alderaan noch ein Teil der Republik. Doch heute steht der Planet kurz vor dem Zusammenbruch. Kurz nach der Abspaltung wurden sowohl die Königin als auch der Thronerbe ermordet. Der Thronräuber Burrus Ulgo kam an die Macht. Ein Bürgerkrieg brach aus. Das ist blöd. Klingt nach einem ungastlichen Ort. Wer ist die Zielperson? Meisterin Sidoni Garen, eine der besten Strategen und Diplomaten des Jedi-Ordens, hat hier auf Alderaan kurzzeitig den Kontakt abgebrochen. Sie hat sich seitdem zwar wieder gemeldet, schweigt jedoch über die Gründe des Kontaktabbruchs. Meisterin Sidoni leitet die Friedensverhandlungen auf Alderaan. Wenn sie von der Seuche befallen ist, könnte dies den gesamten Friedensprozess gefährden. Ich werde das nicht zulassen. Meisterin Sidoni hat mit Hala Morgana zusammengearbeitet, dem Kopf des diplomatischen Korps des Hauses Organa. Findet Meisterin Sidoni und stellt sicher, dass es ihr gut geht und dass die Friedensverhandlungen nicht gefährdet sind. Okay. Das machen wir. Der ist immer noch nicht da. Ich weiß nicht, wo der ist, ne? Naja, mein Gott. Wir werden jetzt hier erstmal schön landen, eine schöne Landing, vor allem Landing-Sequenz, uns hier rein zwirbeln. Ja. Boah, ich glaube, ich hab ihn doch noch gehabt. Doch, warte mal. Das ist doch der aus der, aus der Links, ne? Naja, doch, doch. Den habe ich schon, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das ist eine gute Frage eigentlich, ne? Warte mal. Wenn ich jetzt tausche, wenn ich jetzt tausche und den hole, steht da bestimmt, der wird mir reden, oder nicht? Nö. Steht nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich mal gucken. Ich habe ja einige, Alter, kann nicht mehr reden. Habe einige Geschenke. Mittel ist gekauft. Kriegt er. Danke. Bitte. Das kriegt er auch. Das hat einen großen. Danke. Kriegt er auch. Klein. Ja, die kleinen Sachen würde ich mir jetzt nicht geben. Aber so, das kann man schon machen, finde ich. Das ist schon in Ordnung, ne? Komm, wir gehen jetzt mal unsere Begleiter so ein bisschen durch und gucken. Tata! Tata! Wie sieht's denn bei dir aus, mein Freund und Kupferstecher? Das magst du. Ja, und das war's dann auch schon. Ich glaube, ihn. Ja. Cool. Gut. Na dann, gehen wir wieder zurück. Ja, die Leute mitnehmen macht natürlich auch dabei irgendwie Sinn, um Einfluss hoch zu, Alter, ich kann nicht reden, um den Einfluss weiter hochzutreiben. So nehme ich. Dafür ist das natürlich auch eine gute Sache. So, dann wollen wir mal schauen. Wir haben bestimmt die ein oder andere Nebenquest auch am Start. Ich gehe stark davon aus, dass das so sein wird. Wir laufen hier erstmal mit meinem kleinen Reittier durch die Gegend. Ich komme mir vor, als wäre ich hier auf Tatooine. Er sieht genauso aus. So, wir haben auf jeden Fall... Wo ist er? Irgendeiner, mit dem wir reden können. Hier ist er nicht mehr. Ach, hier. Nee, doch. Natürlich der Hayley Organa, mit dem müssen wir, glaube ich, auch reden, ne? Nee, eigentlich nicht. Verehrter Jedi, bitte, ich habe eine dringende Nachricht aus dem Organa-Palast. Ja. Ich höre. Was habt ihr für mich? Ich stelle die Nachricht durch. Ikmaraka, Nayanaram, Kam Kalu Ankamanik. Kam Pelem Ganam, Bagiyang, Manikikubukam. Ich bin auf Befehl des Hohen Rats der Jedi hier. Was benötigt ihr? Ilbaga Mama Nakinaya, Bilak Mamua Kamlibik,
Ripognane Karimaraka. Amkamjal lebek mem ark. Das könnt ihr alles später erklären. Wo soll ich hin? Unuk inumemno. Amka kam mem. Kerolak palak. Jukaki mem panino. Amka bina bek memno kimgam. Ihr müsst die Tool-Einheiten aufhalten, bevor sie diesen Ort in einen Krater verwandeln. Ich kann sie aufhalten. Sollten wir nicht eigentlich auch mal nach Hoth? Ich habe mehrere Tool-Soldaten auf meinem Weg hierher gesehen. Mehr weiß ich nicht. Ihr müsst verhindern, ich glaub, dass sie uns in die Luft jagen. Der Hoth-Plan, der hat sich erledigt. Befürchte ich. Ja gut, dann haben wir doch hier noch eine Mission. Wir gucken jetzt mal, wie sieht's denn hier aus. Da haben wir direkt auch was. Die Frage ist, was ist das? Das sind die Heldenmissionen. Die wollen wir natürlich nicht. Ne? Die würde ich nicht, ja, Heldenmission, Schmeldenmission, wobei ich gerne wissen wollen würde. Ich guck mal ganz kurz, was diese Helden-Plus-Mission meine ich nicht, also ihre Heldenmission. Ja, guck mal, da gibt's ja nichts. Ach so, das ist nur nochmal so ein Bonusding, wenn du das abschließt, aber diesen Gelb, die könnte man theoretisch sogar machen. Ich habe schon eine mit Orange gemacht, also lächerlich, sagen wir ganz ehrlich. So, wir werden jetzt erstmal hingehen. Ich werde auch wieder die Mission annehmen, weil fürs Leveln ist es eigentlich schon ganz cool, wenn man es macht. Aber wir gucken erstmal die, wie gesagt, Helden-Mission nicht, weil das ist mir zu krass. Nee, die dauern mir einfach zu lange. So, was sollen wir eigentlich tun? Entschärfe die Baradium-Bomben. Alles klar, die Bomben haben wir dann irgendwo. Du bist auf jeden Fall ein Bösewicht. Glaube ich. So, zack. So, der Kommando Soldato. Ist das hier überhaupt eine Bombe? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, das ist gar keine Bombe. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, dann machen wir den hier. Schön. Oder ist hier eine Bombe? Nö, hier ist keine Bombe. Wo sind denn die ganzen Bomben hier? Was ist da los? Ich muss auch Leute besiegen. Aber wo sind die Bomben? Jungs, Bomben? Hallo, hallo? Ich sehe halt keine Bomben. Bomben, Bomben, Bomben. Ich sehe Steine, ja. Steine sehe ich ganz viele. Oder sind die hier krass versteckt? Oh, da war der Falsche. Ja gut, es sind auch nur vier, also... Wahrscheinlich ein bisschen suchen die Bomben. Tatsächlich ist es hilfreich zu wissen, wie die aussehen. Ich sehe gar keine. Hä? Also ich würde sagen, dass das... Ah, da sind die Bomben, okay. Das ist alles, was so eine Kiste ist. Gut, dann haben wir natürlich nicht so viele Bomben, die wir machen können, ne? Gerade aktuell in meinem Blickfeld. Wow, wow, wow. Ja, das ist halt der stärkste von denen. Das hier für Level 33 finde ich halt auch krass, ne? Also wir sind halt nur knapp dran. Ganz knapp. So, das ist noch eine Bombe 1. Da ist noch eine Bombe. Da ist noch eine Bombe. Ja, jetzt geht's doch mit den Bomben hier richtig voran, da. Schön ist, wir kriegen hier dann natürlich dadurch, dass das leveltechnisch ein bisschen anspruchsvoller ist als vorher, auch besseren Loot. Und das ist gut. Also zumindest hoffe ich, dass ich besseren Loot kriege. Es wäre ein bisschen traurig, wenn nicht, wobei der Loot manchmal auch echt ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Man kann schon ruhig auch mal so betiteln. Nichtsdestotrotz sollte das ein oder andere dabei rumspringen.
3. So, zack. Und die vierte Bombe haben wir da. Dann machen wir die auch. Aufgeladen. Zack. Und die letzte Bombe. Für ein freies Alderaan. Oder so. Denke ich. Ich muss, glaube ich, sogar nach hinten, ne? Na, dann wollen wir nochmal. So. Ich war mal an meinem Briefkasten. Wir haben was bekommen von, wie hieß der nochmal? Weiß ich nicht, vom letzten Planeten. Ich habe mal das Aussehen davon angenommen. Es ist mal optisch was anderes. Ist ja vielleicht auch ganz nett. So, daran kann ich mich hier noch einigermaßen erinnern. Hier gab es ganz viel, je nachdem, in welcher Klasse du hier hingehst. Aber naja, wir schauen mal, ob wir hier noch irgendeine Mission bekommen oder nicht. Bisher sieht es mau aus, was Missionen angeht, finde ich. Mal gucken. Mal gucken, ne, was uns hier widerfährt. Oder auch nicht. Weil irgendwie da lang. Es muss ja noch irgendwie Nebenmission hier geben. Ja. Okay. Jetzt kriege ich keinen Text. Scheiße. Ich will das ausmachen, dass er mir immer diese Meldungen. Weil das ist ja Blödsinn. Mal ganz ehrlich sagen. Hallo. Mami lebik bakmanuk. Maraka naja ki nam ya bamiak. Liebe Kapkamka, Kakyam. Klak nimo amiakalak. Ihr riecht nach Schweiß und Paradium. Der Geruch harter Arbeit. Allem Koko inu ne baknam kar. Ihr werdet sie instruieren, General. Ich bin Duke Charles Organa, Lord des Schön. Hauses Organa und Erbe des Chalcedon-Sterns. Ich heiße euch willkommen. Duke, ich freue mich, euch zu treffen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Dank euch können die Mitglieder des Hauses Organa wieder besser schlafen. Unuk inu memnu, amka kam mem, kerolak palak, mem gam gam ginia geguan. Am Nair Naharnak. Sollte sich die Republik wirklich in einen Bürgerkrieg einmischen? Es geht hier um eine moralische Allianz, keine politische. Ich möchte der Gewalt ein Ende bereiten und keinen Thron erobern. Manuk Maraka Naja, Ki Namabam, Yak Manana. Wenn Tul uns besiegt, werden die anderen Häuser fallen. Und Tul wird dem Imperium helfen, die ganze Galaxis mit Dunkelheit zu überziehen. Ich weiß, dass ihr aus anderen Gründen nach Alderaan kamt. Aber ich brauche dringend fähige und mutige Leute, um diese Bedrohung zu bekämpfen. Bitte helft uns. Die Macht hat mich nicht ohne Grund zu euch gebracht. Ich werde helfen. Ihr werdet das Haus Organa stolz machen. Dessen bin ich mir sicher. Die Tul-Armee wird von Baron Jarkus Tul angeführt. Einem der Erben des Hauses und sein bester Duellant. Sie nennen ihn den Wolfbaron. Er ist hinter den Organa-Speeren her. Er will unsere eigenen Waffen gegen uns einsetzen. Ihm muss Einhalt geboten werden. Ihr kennt nicht die ganze Wahrheit. Die Speere sind uralte Verteidigungsgeschütze, die in den Felsboden gebaut wurden. Sie sind nicht mit modernen Waffen vergleichbar. Aber immer noch stärker als jeder Kampfläufer. Vielleicht. Aber Tula wartet keinen Jedi. Ihr müsst die Geschütze unbedingt zurückerobern, bevor sie uns alle vernichten. Na klar, bin ich dabei. So, aber erstmal natürlich hier, oder? Das Implantat. Jetzt muss ich natürlich gucken, welches ist denn welches.
Ich glaube, das ist das 54er. Ja. So, sehr gut. Ja, gut, ich würde sagen, haben ein bisschen was zu tun jetzt, oder wie? Haben wir Spaß da. So, ich hoffe mal, dass das hier richtig ist. Wir werden es gleich herausfinden, würde ich sagen. Ja, das ist schon mal gut. Eigentlich brauche ich von dir. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Was mit Captain Rotbart? Ernsthaft? Ein bisschen Gegenwehr dürfte mir schon geben, ne? Also, da muss ich ja sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht jetzt. Da habe ich ja schon 6 Stück. Ist ja easy peasy. Hier sind noch ein paar. Machen wir auch weg. Zack. Gut, vielleicht haben die auch nicht die besten Kämpfer. Das kann natürlich sein. Dann, ich möchte ja nichts gesagt haben. Da will nicht, dass sie traurig werden oder so, ne? Okay. Warum geht der von dem weg und geht einfach irgendwo anders hin? So, aber 10 habe ich schon mal. So, dann komme ich eigentlich zum nächsten Ort. Damals, oh, wo ich das erste Mal hier war, fand ich den Planeten richtig geil irgendwie. Weil das sah sehr voll cool aus. Ähnlich wie die Anfangswelt der Jedi. Weil die sieht auch ziemlich nice aus. Einfach optisch. Hoth fand ich nicht so cool, weil es sehr, naja, eisig aussah. No shit, ne? Es gibt viele coole Planeten, die optisch richtig was hermachen. Noch einen. So, der ist auch tot. Sehr gut. Looten. Hauptsächlich wegen den Credits. Tot. Auch tot. Noch mehr. Aber der weiß ich nicht, ob der so real für mich ist. Deswegen lasse ich den einfach. So, da habe ich auf jeden Fall schon mal die 10. Den machen wir weg. Der ist tot. Sehr gut. Und der ist auch down. Sehr, sehr nice. Also, jetzt haben wir nur noch den einen Punkt, den wir machen müssen, und ich glaube, dann ist die Quest erstmal beendet. Die geht natürlich noch weiter, aber wir kriegen erstaunlich wenig Nebenmissionen gerade. Ich hätte gedacht, direkt zack, 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 ganz viele. Ich weiß auch gar nicht, ob hier irgendwas geändert wurde am Quest oder an den Quests allgemein, aber ich glaube nicht. Wenn, dann sind es nur mehr geworden, würde ich jetzt mal behaupten. Weniger wahrscheinlich nicht. Weniger wahrscheinlich nicht mehr. Wir müssen proben. Wenn es auf einmal weniger Quests werden will. Aufgetrickst habe ich dich. So. Auch weg, wir looten direkt. Man kriegt recht schnell aber die Leute zusammen irgendwie. Ja, erstmal schön ein Dreherchen machen, ne? So. Da haben wir die 6. Ja, nehmen wir die, dann haben wir glaube ich alle. Da kommen ja immer noch ein bisschen welche aus dem Hinterhalt. Wie er da zum Beispiel. Ja, doch, habe ich sehr nice gemacht, finde ich.
und damit habe ich die alle. Ach, da ist noch einer. Na dann. Na, wenn du dazugehörst, mein Freund, dann gehörst du halt dazu. Und down. Nee. Warum denn jetzt noch einer? So, tschüss. Meine Güte, du. So, jetzt bist du wieder zurück. Und dann schauen wir mal, ne? Was passiert. Da sind wir schön. Hallo. Die Organa-Speere sind wieder in unseren Händen. Mein ja. Großvater wäre stolz. Ich werde meine Truppen nicht im Stich lassen, General. Denkt nicht einmal daran. Ihr habt meinen persönlichen Dank, Jedi. Wir werden heute Abend feiern und uns auf die nächste Schlacht vorbereiten. Jedi feiern nur selten. Und noch seltener in solch unglücklichen Zeiten. Ich verstehe. Darf ich euch etwas verraten? Armeen wollen nee. Keinen unerbittlichen Kommandanten. Ach so. Zeigt etwas Geist und Lebenslust. Mein Lord, ihr habt eine Nachricht auf eurem Sicherheitskanal. Danke, Helly. Stellt sie durch, General. Es ist lange her, Duke. Wer sind eure Freunde? Das hat euch nicht zu interessieren. Wenn Sie mit dem Wolfbaron vom Haus Thule sprechen möchten, können Sie es selbst tun. Ihr habt befohlen, das Land zu bombardieren und die Geschütze einzunehmen. Ja, so ist es. Ihr habt vielleicht die Organa-Speere zurückerobert, aber das war Teil meines Plans. Eure Leute wurden auseinandergetrieben und liefen mir direkt in die Hände. Was wollt ihr damit sagen, Baron? Ich will damit sagen, dass das Haus Thule 300 Organa-Bürger gefangen genommen hat. Ich dachte, das würde euch vielleicht interessieren. Stellt eure Forderungen. Wir hören zu. Ich verlange ein persönliches Treffen, bei dem das Schicksal der Gefangenen vernünftig besprochen wird. Ich übermittle euch gerade Ort und Zeit des Treffens. Bis dahin werden eure Leute gut behandelt. Der Unfall mit eurem Schwiegersohn wird sich nicht wiederholen. Dieser verfluchte Bastard! Ripoknane Karimaraka. Ankhamja lebik mem ark. Ich bin kein Narr, aber ein Herrscher, der sein Volk nicht beschützen kann, ist kein Herrscher. Ich muss gehen. Ich habe keine Angst vor dem Wolfbaron. Erlaubt mir, die Angelegenheit zu regeln. Ihr seid die einzige Hoffnung für Organa. Aber ihr werdet nicht alleine gehen. Ihr werdet vorausgehen und ich folge euch. Schaltet das Gesindel des Wolfbarons aus, seine Attentäter. Er will ein Treffen? Dann wird es ein Treffen auf Augenhöhe sein. Na, mir soll es egal sein. Wir werden eure Leute retten. Und das Haus Thule wird fallen. So wird es sein. Mami lebik bakmanuk. Maraka najaki namya bamyak. Danke, General. Und ihr seid von nun an ein Paladin des Hauses Organa. Mein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ich verneige mich vor eurem Heldenmut und vertraue eurem Wort. Ebnet den Weg, meine Freundin, und lasst uns dem Bösen ins Auge blicken. Genau. Ja, ich krieg nichts Besseres. Das ist doch scheiße. Obwohl das eigentlich besser ist. Aber ist nicht besser. Ha. Frech. Und wir haben nicht mal ein Level geschafft. Auch das sehr frech. Aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ja, und theoretisch, ich wollte zum galaktischen Markt und gucken, ob ich noch ein Farbkristall kriege. Dafür. Ich weiß gar nicht, warum kann ich hier ein Farbkristall reinmachen. Ich meine, gut, letztlich der Farbkristall, der bringt mir ja schon auch was, ne? Hier nochmal 41 Beherrschung wäre da natürlich genauso. Aber mehr kann ich nicht rein. Es gibt, glaube ich, auch andere Fokusse. Hä? Habe ich den? Warte mal.
Es ist so dumm. Was ist denn jetzt wo? Nee, der ist besser als alles. Dann gegen den. Jetzt ist er schlechter. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es richtig getauscht. I don't know. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.